Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sich das so anhört, was Sie hier veranstaltet haben, auch wenn ich, da ist er, auch, er hört mir zwar gerade nicht zu, aber ich meine Sie, Herr Koch, dann muss man sich doch wundern, wie das eigentlich hier alles noch zusammenhängen soll. Ja? Und fangen wir doch einfach mal an in der Betrachtung damit, meine Fraktionsvorsitzende hat ja schon sehr deutlich vorhin gemacht, welche Schwerpunkte wir auch gerade als grüne Fraktion, aber auch als Koalition insgesamt, wir in diesem Haushalt sehen und warum wir glauben, dass das ein sehr, sehr guter und zukunftsgerichteter Haushalt ist. Aber gucken wir uns auch noch mal ein bisschen an, was Sie uns eigentlich immer vorwerfen. Sie haben angefangen, damit uns vorzuwerfen, vor einem Jahr, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen würden, die Sie durch den Doppelhaushalt 2011-2012 geschafft haben. Sie haben gesagt, alle die schönen Sachen, die Sie jetzt beschließen, das ist alles ungefähr O-Ton Tobias Koch in der letzten Haushaltsdebatte vor einem Jahr, alle diese schönen Sachen müssen Sie spätestens im nächsten Jahr wieder zurückdrehen. Das hat sich allerdings nicht ganz bewahrheitet. Jetzt ist der neue Vorwurf, Sie haben doch nur Glück gehabt. Alle haben gesagt, alle von der Regierungsseite, wir aber auch von den Koalitionsfraktionen haben gesagt, dass natürlich viele Sachen, wie zum Beispiel der Zensus, positiv gelaufen sind und das ist nichts, was man nur beeinflussen konnte, sondern ein bisschen auch auf uns zugekommen ist. Ja, natürlich, klar. Aber es ist ebenfalls richtig, dass man früher, und da muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass das auch für CDU-Regierungen galt, ja, dass man früher ohne die Schuldenbremse trotzdem in eine Ausgabenstruktur verfallen wäre, die dazu geführt hätte, dass wir nicht die Nettokreditaufnahme weiter probiert hätten zu senken, sondern dass man noch mehr weitere Ausgaben produziert und haushaltspolitisch etwas Kurs verliert. Und dass es die Schuldenbremse gibt, das ist kein Verdienst der CDU allein, das hätten sie ohne uns nämlich auch gar nicht machen können. Und daran war abgesehen von den Fraktionen, die jetzt zusammen regieren, auch unsere Finanzministerin Monika Heinold maßgeblich daran beteiligt. Sie wissen es ganz genau, weil Sie es, glaube ich, auch waren. Wenn wir uns jetzt aber mal angucken, was für Anträge Sie hier stellen und mit was für einem Anspruch Sie hier eigentlich gestartet sind. Sie sind damit gestartet, dass Sie sagen, die CDU-Fraktion will 210 bis 220 Millionen Euro die Nettokreditaufnahme mehr senken, als es unsere Koalition bereits beabsichtigt. So, Herr dann schauen Kollege, wir uns das mal an. Ja. Herr Kollege, dazu möchte Herr Koch eine Bemerkung machen. Gestatten Sie diese? Ja, klar. Bitte schön, Herr Koch. Ja, ich war einen Tick zu spät, bevor Sie sich unseren Anträgen zuwenden. Vielleicht mögen Sie uns noch einen Satz dazu sagen, an welcher Stelle Sie, Ihre Fraktion, die Regierungsmehrheit durch eine strukturelle Ausgabenreduzierung dazu beigetragen hat, die Situation des Landeshaushaltes zu verbessern. Eine einzige Stelle, ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel Personal. Ja, dann müssen Sie mich auch ausreden lassen, Herr Kollege, und nicht auf kluge Zwischenkommentare vom Kollegen Habersat reagieren. Es gibt zum Beispiel im Stellenabbau, sind wir zum Beispiel im Soll, das ist genau, das kritisieren Sie ja auch gar nicht mehr, das ist ein Bereich, wo wir handeln, es gibt Sachen, es gibt andere strukturelle Maßnahmen, die wir Welche? In Gang setzen, ja, wie zum Beispiel, da komme ich aber auch noch bei Ihren Anträgen drauf, bei der Grunderwerbsteuer, ja, das ist ein struktureller Punkt, das können Sie hier verleugnen oder nicht, aber das ist nun mal so. Ich hätte nach Minderausgaben, nicht nach mehr Einnahmen gefragt. Ja, das hängt aber zusammen. Einnahmen und Ausgaben hängen ja miteinander zusammen, Herr Koch. Und es muss zusammen, der Haushalt muss zusammen schlüssig sein. Und ich sage Ihnen, dass der Haushalt schlüssig ist und dass der Vorwurf von Ihrer Seite, dass wir die Schuldenbremse reißen würden, zum zweiten Mal in Folge nicht eingetroffen ist. Akzeptieren Sie das doch mal und sagen Sie doch endlich mal, da habe ich mich geehrt. Das ist auch für einen CDU-Politiker keine Schande, es zu tun. Aber kommen wir mal zu Ihrem angeblichen Schuldenabbau, den Sie hier betreiben. Da können Sie mir gerne weiter zuhören, denn Sie sind gestartet mit 220 Millionen. Davon haben Sie dann selbst gemerkt, dass 150 Millionen eine Luftbuchung sind, noch Restbestand von Rainer Wiegert, der wohl irgendwie vergessen hat, das in Zeiten der Schuldenbremse aufzulösen. Bleibt also noch ein Betrag von ungefähr 60 Millionen über, wo Sie
jetzt mit ihren Haushaltsanträgen unter dem liegen wollen, was wir an Nettokreditaufnahme planen. Aber auch das hängt nicht ganz zusammen, denn bei der Erbschaftssteuer, allein bei der Erbschaftssteuer, rechnen Sie mit Einnahmen, einem Plus an Einnahmen im Vergleich zu uns, in Höhe von 60 Millionen Euro. Dabei wissen Sie genauso gut wie ich, dass die Zukunft der Erbschaftssteuer ziemlich unsicher ist, weil nämlich der Bundesfinanzhof im Frühjahr nächsten Jahres dazu ein Urteil fällt. Sie können nicht so leichtfertig mit Mehreinnahmen bei der Erbschaftssteuer planen, wo noch gar nicht klar ist, wie sich diese Steuer überhaupt in Zukunft entwickeln wird. Allein wenn man den Punkt der Erbschaftssteuer, wenn Sie den mal ehrlich betrachten würden, dann wären Sie auf dem Level wie wir bei der Nettokreditaufnahme. Ich will gar nicht darüber reden, was der Kollege Gark mit den globalen Kürzungen gemacht hat, die Sie ja gerade verleugnet haben. Ich will nur noch mal auf zwei andere Beispiele eingehen, und das ist zum Beispiel bei der Beihilfe, wo Sie um 7 Millionen tricksen, und bei den Zinsen, wo Sie zur Gegenfinanzierung 17 Millionen herhalten. Würden Sie das ehrlich betreiben, seriös, das, was eigentlich die CDU zu Regierungszeiten auch mal ausgezeichnet hat, dann wären Sie mit Ihrem Haushaltsentwurf nicht bei 60 Millionen weniger an Nettokreditaufnahme, sondern Sie würden 34 Millionen Euro mehr Schulden machen, als wir es tun. Seien Sie doch so ehrlich und geben Sie das wenigstens zu. Zu dem Zeitpunkt sei noch gar nicht über die verschiedenen Anträge gesprochen, die Kürzungsanträge, die Sie hier auf den Tisch gelegt haben. Da haben schon sehr, sehr viele Leute kritisiert, was es daran zu kritisieren gibt. Die kommen dann zusätzlich zu der Neuverschuldung, die bei Ihnen in den Haushaltsanträgen oder die Konsequenz aus Ihren Haushaltsanträgen ist, noch hinzu. Da ist die FDP, das muss ich allerdings zugeben, Herr Gark, wesentlich ehrlicher, denn Sie beantragen ja gleich, dass man mehr Schulden machen soll, und beantragen, dass die Nettokreditaufnahmen im Vergleich zu uns auf um 60 Millionen Euro weiter steigen soll. Sie rutschen damit zwar gefährlich nah an die Verfassungsgrenze und haben eigentlich kaum noch Sicherheitspuffer in Ihrem Haushaltsplan eingeplant, aber Sie sind ehrlicher als die Union, das muss man Ihnen lassen. Ja. Dass das allerdings die Politik der FDP ist, jetzt mehr Schulden zu machen, das wundert mich, und das hatte ich eigentlich immer anders verstanden. Dann komme ich noch, wo Sie sich schon melden als große Freiheitsstatue Ihrer Partei, so haben Sie sich, glaube ich, selbst bezeichnet. Als Freiheitsstatue Ihrer Partei müssen Sie sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie bei den Mitteln gegen Rechtsextremismus kürzen. Ich bin mit Ihnen sehr stark einer Meinung, was das NPD-Verbot angeht. Das wissen Sie auch, auch anders als viele andere in der Koalition. Aber wenn man gegen ein NPD-Verbot ist, dann hat man die Verpflichtung, doppelt so viel bei Rechtsextremismus zu machen. Was machen Sie? Sie kürzen den Ansatz der Landesregierung bei Rechtsextremismus um 200.000 Euro. Sie müssen nicht unsere Konzepte in dem Bereich teilen, aber da real 200 von 300.000 Euro zu kürzen, das finde ich einfach falsch. Und es ist verlogen, sich hier hinzustellen und zu tun, als ob das anders wäre, Herr Gart. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Kubicki? Ja. Zunächst einmal, Herr Kollege Andresen, würden Sie mir bitte freundlicherweise erklären, wo ich mich als Freiheitsstatue bezeichnete? Das war Guido Westerwelle, vielleicht können Sie sich daran erinnern, aber unabhängig davon, wenn Sie jetzt so weitermachen, dass Sie das, was in diesem Hause bisher Common Sense war, den Kampf gegen Rechts auf so ein niedriges Niveau herunterbrechen, dass dann, wenn wir Ihre Vorstellung nicht teilen, neue Stellen zu schaffen, bei der AWO beispielsweise, um die zu finanzieren, wenn Sie so weitermachen und damit den Konsens hier auflösen wollen, dann machen Sie so weiter, dann werden Sie erleben, wie wir mit Ihnen umgehen bei der Frage des Kampfes gegen Rechts. Sie haben ja auch schon, Herr Kollege, Sie haben ja auch schon 10-mal gesagt, dass Sie mit mir kein Wort mehr reden. Das tun Sie ja trotzdem noch. Aber davon abgesehen ist mir auch egal, ob Sie sich als Freiheitsstatue bezeichnen oder nicht. Aber ich rechne Ihnen hoch an, dass Sie sich immer für Bürgerrechte eingesetzt haben in der Vergangenheit und es in der Zukunft auch tun werden. Aber Ihr Kollege Gark hat vorhin in seiner Haushaltsrede gesagt, dass der Vorwurf, dass Sie bei Rechtsextremismus kürzen würden, ins Leere läuft. Und da sage ich nochmal, Sie müssen ja nicht teilen, was wir an konzeptioneller Arbeit machen. Ich habe allerdings, als das Ganze vorgestellt wurde, auch nicht eine kritische Pressereaktion der FDP-Fraktion vernommen. Sagen Sie doch einfach mal, was da Ihre Ideen sind, was für Konzepte Sie haben und wie Sie das mit 200.000 Euro weniger dann umsetzen wollen. Ich bin gespannt drauf. So, ein, zwei Sätze zur Ja, Sie haben ja noch nicht gesprochen, Sie können das ja auch gleich noch machen, aber oder eine Zwischenfrage stellen, aber das wäre dann auch transparenter, zu den Piratenanträgen. Ich habe bei der Rede des Kollegen Schmidt nicht so ganz verstanden, wo jetzt eigentlich Ihre grundsätzliche Kritik ist, abgesehen davon, dass Sie
Sondervermögen anders bewerten als wir. Die Diskussion hatten wir ja auch schon im Ausschuss. Und dass Sie bei ein paar Anträgen nochmal nachsteuern wollen, als das, was die Regierungsfraktionen getan haben. Das ist mir leider in der Haushaltsrede nicht so ganz deutlich geworden. Und ich habe bisher auch immer noch nicht die Änderungsanträge für heute auf den Tisch bekommen. Deswegen kann ich das auch nicht so ganz nachvollziehen. Zum Beispiel würde mich mal interessieren, sind Sie jetzt eigentlich für oder gegen die Grunderwerbsteuererhöhung? In Ihren Haushaltsanträgen haben Sie bisher das nicht abgedeckt. Der Kollege Breyer hat aber hier gerade ein flammendes Plädoyer für ein ganz anderes Grunderwerbsteuermodell gehalten. Da muss man sich schon entscheiden. Man kann auch mal unterschiedlich abstimmen. Aber mir ist jetzt nicht ganz klar, was in dieser Frage eigentlich die Position der Piraten ist. Es gibt aber ein, zwei Anträge von Ihnen, von der Fraktion der Piraten, die ich gut finde, die wir als grüne Fraktion gut finden, auch wenn wir heute nicht dafür stimmen, weil wir glauben, dass es dafür noch keine Grundlage gibt. Und das liegt da, der eine dieser Anträge ist, der zum Thema Rüstungsförderung, ja, bei Werften beispielsweise oder auch bei anderen Unternehmen, da fehlt uns einfach die Grundlage dafür, um entscheiden zu können, weil wir zum einen sagen, es fehlt, es ist unklar bisher, was in dem Bereich eigentlich gemacht wird und was nicht, wo es vertragliche Verbindungen gibt, an die man sich halten muss und wo nicht. Es gibt einfach keine wirkliche Grundlage, um das gut bewerten zu können, ob man da so ein Haushaltsvermerk so einfach einführen kann. Wir wollen aber auch durch Anfragen, das sage ich jetzt mal für die grüne Fraktion, in der Koalition ist das nicht besprochen, durch Anfragen den Bereich nochmal näher untersuchen und gucken, ob wir da zum Haushalt 2015 dann auch handeln können. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ich frage Sie, Herr Kollege, ob Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Breyer gestatten. Dann hat Herr Breyer jetzt das Wort. Ja, lieber Herr Kollege Rasmus Andresen, erstmal freue ich mich darüber, dass Sie diesen Antrag bemerkt haben. Würden Sie mir zustimmen, dass wenn es darum geht, wie wir die neuen EU-Förderprogramme ab nächstem Jahr ausgestalten, dass es dann sinnvoll ist, von vornherein die Verwendung dieser Mittel für Rüstungs- und Überwachungszwecke auszuschließen, anstatt abzuwarten und hinterher zu fragen, habt ihr das vielleicht für Rüstungszwecke vergeben, wenn es schon zu spät ist? Ich gebe Ihnen recht, es ist immer besser, sowas vorher auszuschließen, als im Nachhinein bösen Überraschungen aufzuwachen. Auch da könnte ich im ersten Regierungsjahr viele Geschichten erzählen. Aber nichtsdestotrotz war der Ausgangspunkt ja, dass wir eine Grundlage brauchen, um erstmal uns einen Überblick darüber zu verschaffen. Das muss man trotz alledem auch machen, wenn man Sachen beschließen will, dass man weiß, worüber man beschließt und welche Konsequenzen das hat. Aber das heißt nicht, dass man da nicht zusammenkommen kann, zumindest würden wir das als grüne Fraktion anregen. Zur Grunderwerbsteuer möchte ich noch ein, zwei Sätze sagen. Ich finde es auch hier wieder äußerst verlogen, wie Schwarz-Gelb hier teilweise auftritt, weil sie das anders gemacht haben. Und natürlich kann man, auch wenn man vorher mal in der Erwerbsteuererhöhung zugestimmt hat, jetzt zu einer anderen Meinung kommen. Das ist ganz klar. Aber man muss mindestens so ehrlich sein und in den Reden, und das habe ich hier vermisst, man muss wenigstens so ehrlich sein in den Reden von Ihnen zum Beispiel, Herr Koch, dann auch sagen, wir haben es selbst gemacht, das war vielleicht ein Fehler oder jetzt ist Ende der Fahnenstange oder es interessiert uns alles nicht, weil wir jetzt in der Opposition sind. Aber hier sich einfach hinzustellen und was zu verteufeln, was man selbst gemacht hat, das finde ich falsch. Herr Kollege, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Gark? Entschuldigung, nehme ich an. Herr Kollege Andresen, ist Ihnen möglicherweise entgangen, dass zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode der Satz der Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein mit 3,5% bundesweit ganz am Ende der Skala stand und dass wir auch auf dem Weg der Haushaltskonsolidierung, den die vergangene Regierung ja begonnen hat, gesagt hat, wir machen ein Benchmarking und bei den Punkten, wo wir unterhalb des Bundesdurchschnitts sind, ist es vertretbar, auf den Bundesschnitt zu kommen. Was Sie jetzt tun, ist, dass Sie bundesweit die Grunderwerbsteuer auf den höchsten Satz anheben und dass darin möglicherweise ein kleiner Unterschied besteht. Das könnten Sie zumindest freundlich zur Kenntnis nehmen. Das nehme ich sehr gerne, Herr Kollege, zur Kenntnis, genauso wie Sie sicherlich auch schon durch meine Zwischenfrage vorhin zur Kenntnis nehmen, dass dies eine Maßnahme ist, die der Stabilitätsrat in der letzten Woche ausdrücklich nochmal gelobt hat, dass wir strukturelle Maßnahmen brauchen, die gegenüber dem Stabilitätsrat und dass wir auch in der Zeit vom Haushaltssorgeland zumindest einem Land, was sich auf einem guten Weg befindet, so der Stabilitätsrat uns gemacht haben. Und das hängt auch mit Maßnahmen zusammen, wie der Grunderwerbsteuererhöhung. Das kann man halt eben auch nicht ausblenden. Das kommt ja nicht alles von selbst. Herr Abgeordneter, auch der Kollege Koch hat
das Bedürfnis, eine weitere Zwischenbemerkung oder Frage zu stellen? Ja, natürlich. Bitte schön, Herr Koch. Ja, Ihre Argumentation, Herr Kollege Andresen, lautete ja, eine Steuererhöhung in der Vergangenheit rechtfertigt jetzt die nächste Steuererhöhung. Müssen Sie da eigentlich die Menschen in Schleswig-Holstein darauf einstellen, dass Sie mit dem Haushalt 2015 die Grunderwerbsteuer erneut anheben, nach dem Motto, haben wir letztes Jahr gemacht, machen wir nächstes Jahr auch nochmal? Nein, daraus können Sie nicht daraus schließen. Sie können aber aus dieser ganzen Debatte zu den zu Steuerfragen hier im Land schließen, dass wir ehrlich, offen und transparent von Anfang an gesagt haben, dass wir um diese Maßnahmen nicht herumkommen. Das machen wir jetzt, während Sie bei der Erbschaftssteuer, darauf verweise ich nochmal, durch Trickserei probieren, die Einnahmeseite auch zu steigern. Das trägt halt nur nicht durch. Und das wissen Sie auch. Aber Sie können es in der Opposition halt machen, weil Sie eben genau wissen, dass wir als verantwortungsvolle Koalition diesem Antrag ja gar nicht folgen können von Ihnen. Eine Sache möchte ich aber auch noch sagen, warum wir an der Grunderwerbsteuerschraube drehen müssen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass auf Bundesebene aus unserer grüner Sicht zumindest zu wenig passiert, um die Einnahmeseite auch der Länder zu stärken. Ja, und das hängt natürlich auch miteinander zusammen, weil wir haben ja nicht viele Möglichkeiten, das war, ist ja auch das Ergebnis Ihrer Steuererhöhung damals gewesen, wir haben ja nicht viele Hebel, an denen wir die Weichen stellen können im Steuerbereich. Bei der Grunderwerbsteuer geht das. Und wir erleben nämlich, dass bei der Großen Koalition, in dem Koalitionsvertrag, ist leider, das haben auch schon andere gesagt, dass keine Abschaffung des Kooperationsverbotes gibt, es wird dringend geboten gewesen, es gibt keine richtigen strukturellen Mehreinnahmen für die Länder, es ist alles sehr, sehr stark im Wagen, und was mich besonders ärgert, ist, dass auch die Altschuldenfrage noch komplett ungelöst bleibt, das ist in der Arbeitsgruppe vertagt worden, diese Frage, und da kann man nur hoffen, dass sich, übrigens ist es auch ein Beitrag an die Adresse von Ihnen, Herr Koch, dass Sie sich auch in der Altschuldenfrage in Ihrer Partei mal weiter durchsetzen sollte, Minister Schäuble Minister bleiben, dann haben Sie da doch sicherlich mal die Möglichkeit, auch in der Altschuldenfrage den Bundesfinanzminister zu drängen, damit wir da zu Lösungen kommen, die dem Land nachhaltig helfen und uns stärken. Die Finanzministerin, die hat in einem Interview vor ein paar Tagen gesagt, dass sie glaubt, dass wir die besseren Argumente haben, dass unser Haushalt derjenige ist, der am schlüssigsten ist, und sie hat darauf verwiesen, dass viele Sachen, die Sie hier als Oppositionsfraktion in die Debatte eingebracht haben, dass die so nicht zusammenhängen. Ich glaube sogar, dass wir die Einzigen sind, die hier einen Haushalt heute vorlegen, dem man wirklich mit gutem Gewissen zustimmen kann, nicht nur, weil er starke politische Schwerpunkte hat, sondern weil er auch auf Taschenspielertricks verzichtet. Der Gegenentwurf ist am deutlichsten zu sehen bei der CDU. Sie sind sich selbst auch nicht einig. Das zeigt, es gibt eigentlich kaum eine gute Alternative zu der Küstenkoalition. Ich bin froh und dankbar, dass wir gleich über diesen Haushalt abstimmen werden und dass wir damit den Politikwechsel fortsetzen können. Vielen Dank.